Also ich freue mich riesig für meine Partei, ich freue mich riesig für Armin Laschet und alle Kandidaten, die in den letzten Wochen wirklich alles gegeben haben. Und wir haben förmlich gespürt, wie die Stimmung sich verändert hat, und zwar zum Positiven. Während wir noch vor ein paar Wochen gedacht haben, ja, das wird ein knappes Rennen, wurde in den letzten Tagen immer mehr und mehr deutlich, die Leute wollen die CDU, die wollen einen Regierungswechsel in Nordrhein-Westfalen, die wollen, dass dieses Land wieder vorankommt, und dafür stand die CDU, dafür haben die Kandidaten gekämpft und die ganzen Wahlhelferinnen und Wahlhelfer hier in Hagen, Helmut Diegel, Christian Brandt, sie haben einen grandiosen Wahlkampf hingelegt, und das ist das Ergebnis. Ich habe nicht damit gerechnet, dass es 34% werden, sage ich ganz ehrlich. Ich wusste, es würde ein knappes Rennen. Ich habe gehofft, dass die CDU stärkste Partei wird, aber 34%, das ist ein ganz klarer Auftrag für den Ministerpräsidenten Armin Laschet. Klarer Auftrag, aber wo liegen die Themen? Was können die Themen gewesen sein, die Wähler bewogen haben? Bei uns an den Wahlkampfständen war ganz viel das Thema innere Sicherheit, aber auch, wie geht es den kleinen Leuten, wie geht es den Rentnerinnen und Rentnern, wie geht es den Langzeitarbeitslosen, was ist mit den Schulen. Ich habe ganz viel auch mit jungen Menschen gesprochen, die gesagt haben, dass sie unzufrieden sind wegen dem Unterrichtsausfall, mit Lehrerinnen und Lehrern, die gesagt haben, dass sie mit den vielen Aufgaben wie Flüchtlinge, aber auch Inklusion extrem überfordert sind. Das sind alles die Themen, die die Menschen bewegt haben und letzten Endes, glaube ich, auch ausschlaggebend waren. Nicht zuletzt, viele Unternehmer beispielsweise klagen immer wieder auch hier vor Ort über das Thema Internet, ein ganz wichtiges Thema natürlich auch für uns. Da hat die Landesregierung in den letzten Jahren einfach versagt, sie hat die Leute im Stich gelassen und deswegen haben die Menschen sich auch so entschieden, sie haben diese Landesregierung abgewählt. Nach der Wahl des Vorderwahlen im September geht es schon wieder weiter. Kann man das jetzt wirklich schon so an seinem Richtungsbarometer sehen? Naja, es macht natürlich erstmal gute Stimmung, gute Laune, so wie unsere letzten Wahlsiege im Saarland und in Schleswig-Holstein auch. Gibt das Auftrieb und Aufwind, aber das heißt nicht, dass wir die Hände in den Schoß legen werden. Die Wählerinnen und Wähler haben auch Fragen an die Politiker in Berlin und denen werden wir uns stellen und ich freue mich schon auf den Wahlkampf.